Hallo und herzlich willkommen zurück zu City Skylines. Ich bin Mr. Cutter für euer Let's Play, das Kaninchen und unser Chirp X. Raketenstartgelände nimmt Form an. Wir haben das Startgebäude, Startgelände selbst gebaut. Natürlich, hier wird auch schon fleißig gebastelt. Damit die Rohstoffe hierher kommen, gibt es hier einen Güterzugbahnhof. Dort kommen auch entsprechend die Waren an, die sie hier brauchen, um die Rakete zu basteln. Weiß nicht, keine Ahnung. Ich hoffe einfach mal, dass unsere produzierenden und erzeugenden Industrien auch ihre Waren dort irgendwie hinbringen können. Aber natürlich müssen hier nicht nur Waren hin, sondern auch Leute. Und dafür haben wir zum einen eine Zeppelin-Haltestelle, die hier fleißig Leute hinbringt. Und hier einen U-Bahn-Monorail-Zugknoten, wo auch schon ein paar Leute stehen und warten auf die Züge und auf die U-Bahnen, die hier unterirdisch fahren. Die sich jetzt gerade noch einpendeln müssen ein bisschen. Ne, die Züge müssen sich einpendeln. Da war was. Wir hatten hier Züge ein bisschen zerlegt. Wo sind die denn gerade? Zeig mal, wo sind denn die Züge? Haben die sich schon eingependelt? Lass mal gucken. Hier. Wo stehen die denn? Da ist einer. Ist das einer? Nein, das ist keiner. Hier fährt einer. Er fährt hier runter. Da fahren zwei. Hier sind welche. Ja, die stehen noch hier. Die stehen hier alle an. Die müssen sich jetzt erstmal einpendeln. Ich hoffe, das kriegen die hin. Ach, du Scheibenkleister. Naja. Abseits dessen wollen wir natürlich auch noch ein bisschen andere Sachen hier bauen. Wir haben gesagt, wir wollen hier auch ein bisschen was für die Touristen machen, die hierher kommen. Bedeutet, wir brauchen auch ein bisschen Erholung, ne? Man kann ja nicht einfach nur hier so auf einem schönen Startgelände stehen. Wir brauchen auch ein paar Cafés. Jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir die hier irgendwo hinkriegen. Ich hätte gerne vielleicht zwei schwimmende Cafés hier unten, so eins dahin. Eines. Oh, das ist bereits belegt. Ne, warte. So, haben wir zwei schwimmende Cafés. Können die Leute auf der anderen Seite. Ja, das ist natürlich ein bisschen doof, dass hier die Windkraftanlagen stehen. Naja, egal. Und dann brauchen wir natürlich noch was für die Kleinen. Ein kleiner Karussellpark, wenn Mama und Papa sich am Chirp X-Gelände erfreuen, brauchen die Kinder natürlich auch noch ein bisschen was. Und vielleicht auch noch eine Hüpfburg, ne, damit sie sich hier ein bisschen entspannen können, die Eltern. Ein bisschen Kultur kann auch nicht schaden. Ein botanischer Garten zum Beispiel passt hier nicht mehr hin. Okay. Passt hier vielleicht hier oben hin? Ja, hier haben wir noch den Leuchtturm. Den müssen wir natürlich auch noch irgendwie. Wir kommen hier im Boot. Ich würde gerne. Wir haben hier keine Möglichkeit. Was haben wir hier noch? Katafi, red doch einfach mal in einem Satz. Was haben wir hier noch? Basketballplätze. Mhm. Pavillon, ein klassischer Pavillon. Ach du Scheibenkleister. Ach du Scheibenkleister. Oh, cool. Nein, wir bauen jetzt hier einen botanischen Garten für die Kultur hin. Ah, der ist ein bisschen zu groß. Der ist eins zu groß. Wir könnten noch einen Hundepark. Ein Park mit Bäumen. Ein Park mit Bäumen. Ein bisschen Entspannung. Ja, das so. Ein bisschen Entspannung. Muss ja auch sein, ne? Man kann ja nicht einfach nur dort großes Tamtam machen. Passt hier noch ein? Nein. Aber da könnte auf jeden Fall ein japanischer Garten hin. Ein japanischer Garten könnte hier hin. Kommt hier ein japanischer Garten hin. So. Und dann kommt dort natürlich Gewerbe hin. Die Leute wollen auch einkaufen, wenn sie hier schon sind. Und das Starten und, naja, glaube ich, nur das Starten der Raketen beobachten. Da möchten sie auch ein bisschen, ja, Cafés haben und Geschäfte zum Einkaufen. Dinge, wo sie auch ein bisschen die Seele baumeln lassen können, sozusagen. So, dort wird schon auch das sofort genutzt. Sehr schön, sehr schön. Wir müssen auch mal auf jeden Fall gucken, ob das mit dem Strom hinhaut für den vier Windkraftanlagen. Ein Vielkauf. Ja, natürlich. Vielleicht, warte mal, vielleicht machen wir das mal ganz kurz anders. Ich möchte mal ganz kurz was testen. Und zwar, hier ist ja noch nichts gebaut worden. Hier möchte ich mal kleine Geschäfte hinbauen. Mal gucken, ob das irgendwie ein bisschen für Abwechslung sorgt. Einkaufszentrum. Outlet Store. Einkauf müsste umfallen. Ein Vielkauf. Ein Multimedia-Zentrum. Meine Güte, hier wird auf jeden Fall sofort das Gebiet benutzt.
sehr, sehr schön. Die kriegen ja auch Waren über die Züge, das heißt, da dürften auch keine Mangelsituationen bei den Geschäften entstehen. So hoffe ich mal. Was wir dann auch noch heute machen wollten, ist, wir haben ja die Wasserwege hier sozusagen gekauft. Also, wir haben die Landflächen freigekauft, damit wir jetzt endlich auch mit den Fähren noch ein bisschen weiter uns beschäftigen können. Das wird sehr lustig. Denn ich habe keine Ahnung, wie wir das hinkriegen. Eine Fährenhaltestelle. Ich hätte, glaube ich, gerne immer diese Bus... eine Fähre mit Busknoten. Dafür bin ich ein großer Fan. Bedeutet, wir könnten zum Beispiel eine hier hinbauen. Dann bauen wir eine Verbindungsstraße vom Eichhörnchenwald. Oder? Oder hier vorne. Ich meine, die müssen immer ganz schön weit fahren, ne? Wir könnten hier vorne eine hinsetzen. Machen wir eine Straße runter von... Okay, wir machen eine hier hin. Eine hier ans Köpfchen, würde ich sagen. Einen hier. Können wir den vielleicht hier so daneben klemmen? Dann können wir die Busse... Ah, die Busse da langlaufen lassen, ist ja auch bestimmt nicht gut. Dann vielleicht doch hier. Aber das ist halt doof, weil das gleich eine neue Straße ist. Und Straßen sind immer ätzend. Straßen verschandeln uns die Landschaft. Ach, die schöne Landschaft. Hier einen hin. Wobei, können wir den hier hin kleben? Oder können wir die Straße nicht hoch, ne? Ich hätte halt gerne... hier hin. Unterirdisch! Wir machen das alles unterirdisch. Jawoll! Und jetzt brauchen wir noch hier die Möglichkeit, eine Straße an die Trenntersache anzubinden. Eine Straße, sage ich schon. Eine Fähre. Die bauen wir nach hier, würde ich sagen. So, hier so, hier so. Hier. Weil man da theoretisch auch einen ganz normalen Fähr... Na gut, die sind jetzt auch nicht viel kleiner. Oh, die sind viel kleiner. Weil da muss... Hier muss ja eigentlich... Eigentlich muss hier gar nicht so ein großer Anlegesteg hin. Denn bei den meisten Sachen ist ja auch einfach immer nur eine Buslinie, die da sich irgendwo... reinzieht. Hier ist jetzt zum Beispiel wirklich nur eine. Lass es zwei sein, aber auch zwei kriegen wir noch mit einer Haltestelle auf der Straße, glaube ich, vernünftig. Dann haben wir nur so einen kleinen Fährhafen. Das ist, glaube ich, ein bisschen schöner. Wir können hier vorne auf der Straße das dann machen. Das geht ja auch. So. 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 Kriegen wir ihn da dran? Nee, ne? Wir könnten den theoretisch hier hinsetzen. Dann könnten wir sogar die Straße dort langziehen, vernünftig. Das dürfte sogar gehen. Das einzige Problem wäre dann die Buslinie, die ja ein bisschen... Problem machen könnte. Ah, es geht schon. Dahin. Davon haben wir schon. Sehr gut. Dann haben wir dort auch schon. Und eigentlich muss ich dort gar nicht an... Hier oben vielleicht? Von den... Ah, das muss ich eigentlich nicht, oder? Von hier muss ich eigentlich... Vielleicht hier oben nochmal einen hin. Hier, den wir dann irgendwie von dem... vom Öhrchen... nochmal eine Strecke runterziehen. Oder wir könnten auch hier diese Straße nehmen und nochmal runterbauen. Dass wir bis nach dort hinten kommen mit der... Buslinie. Das dürfte sogar am besten gehen. Das machen wir. Ja, das machen wir. Da ist natürlich jetzt die Zuglinie im Weg. Das ist ja blöd. Warte mal. Zug! Büp, büp. Büp, büp, büp. Weg, weg, weg. Weg, 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 weg. Bitte, bitte, bitte. Hier kommt jetzt das hin. Dann müssen wir jetzt die Zuglinie wieder hinsetzen. Ich hasse Züge. Wir gehen
noch drüber. Und auch nicht. Wir gehen nicht drüber. Wir müssen ein bisschen früher loslegen. Und wir vielleicht vorne lang gehen können. Hä? Ach, meine Güte. Wenn man das mal wieder ausmacht, verstehe ich nicht. Hier kommen wir nicht drüber? Mhm. Das einzige Problem ist, dass ich natürlich gucken muss, dass ich dann die Fährlinie dann noch langgelegt bekomme. Ja, der Ort ist bereits belegt, ist mir klar. Das soll ja auch was hin. Dummbatz. Dummbatz-Spiel. So, sieht richtig hässlich aus. Meine Fresse, ist das hässlich. Egal. Damit haben wir diese Sachen. Jetzt müssen wir noch die Straßen anbinden. Also, wir hätten gerne eine unterirdische Autobahn. Hier entlang. Ach shit, da ist ja die... So, und dann geht es hier auch wieder hinunter. Und zwar möglichst flink, damit wir hier rüberkommen. Und dann hier drauf fahren können. Sehr schön. Damit haben wir das angeschlossen. Theoretisch. Jetzt fehlt natürlich noch Wasser und Strom. Ach, Strom ist natürlich jetzt so ein doofes Ding. Da jetzt Stromleitung lang zu legen. Wir könnten doch einfach so ein Windkraftwerk da in die Nähe setzen, ne? Piep. Weil die stehen ja alle immer ein bisschen abseits vom Schuss. Aber hier könnte man eine Stromleitung anlegen. Das geht noch. Hier, das geht sogar noch. Piep. Vielleicht könnte man da so auch noch ein bisschen Gewerbe hinsetzen, dass es so ein bisschen Relevanz hat. Hier muss jetzt eine zweispurige Straße. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier irgendwie schnell unter die Erde kommen. Also zweispurig ist natürlich auch ein bisschen heftig groß. Da reicht eigentlich schon eine einspurige. Ist die vielleicht nicht ganz so... Ach, er ist ja gleich wieder 100 Kilometer tief gefahren. So. So. Sehr gut, das sieht man nämlich kaum. Und damit haben wir das. Dann brauchen wir hier. Jetzt ist das natürlich ein bisschen doof. Kommen wir vielleicht von hier hinunter? Nee, ne? Das. Doch, kommen wir. Wow. Bin positiv überrascht. So, es geht nach hier. Und dann geht es dort hoch. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Oh, was ist das denn? Was ist das? Was ist das denn hier? Kann doch nicht sein. Wer baut denn sowas? Die brauchen noch Wasser. Das ist ja... Ist doch nicht wahr. Ach, Wassermangel. Kann doch keiner erlauben. Strom. Dann hier... Ach, da haben wir noch so einen großen. Brauchen wir überhaupt so einen großen? Ich weiß es gar nicht. Ob ich hier so einen großen Hafen brauche? Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Hier rüber. Und hier können wir ja auch die Strecke von hier anschließen. Warte mal, dann müssen wir mal ganz kurz gucken. Geht natürlich nicht. So rum geht's. Lustigerweise geht es so rum. Logisch. Völlig logisch. Damit haben wir Strom. Sehr gut. Die haben noch keinen Anschluss. Wie machen wir das jetzt? Ja, weil hier ist das Problem, dass sie natürlich eh schon sehr weit unten sind. Ich könnte auch den theoretisch abreißen. Ach, ich möchte ihn nicht abreißen. Ich möchte ihn schon auch nutzen. Es ist einfach so eine gerade Strecke, die hier runterfahren. Das ist nicht... Ich könnte ihn...
Könnt ihr ihn unterirdisch? Hier hochführen und dann in die Möhrchen rein. Sozusagen. Das würde gehen. Fällt doch kaum auf, würde ich sagen, oder? Müsst ihr mal sagen. Ihr habt ja wie immer ein Vetorecht. Auch hier habt ihr natürlich ein Vetorecht, dass ihr sagt, Kadafi, das ist ja mal potten hässlich. Macht das sofort weg. Ich krieg Augenkrebs. Mal gucken, wie wir dich hier irgendwie jetzt hochbringen. Gefälle zu steil. Das Problem ist, dass der hier halt ja direkt mit der Straßen, mit dem Zug wieder konkurriert. Scheinbar ist der Zug in der gleichen Höhe. Ah, der ist hier genau in der gleichen Höhe. Okay, das heißt, wir müssen von der anderen Seite aus fahren. Das ist ja auch... Oh Gott, das geht wegen dem Sonnenkraftwerk. Mal gucken. Kommen wir unter das Sonnenkraftwerk? Nein, kommen wir nicht drunter. Nee, kommen wir nicht drunter. Wir müssen von hier aus, aber... Okay. Dann nicht. Yep, tschüss. Dann nehmen wir ein kleines, dann geht das definitiv besser. Da haben wir nämlich mehr Platz. Bim. Dann kann ich nämlich jetzt ohne Probleme hier hinuntergehen. Hier entlang fahren. Hier müssen wir mal gucken, dass wir irgendwie hier kommen wir drunter. Guck, so. Und dann können wir auch das Ganze nach hier leiten. Und hier hinein. Gefällt zu steil? Mann. Ich hätte gehofft, dass ich das ganz klein, in einem ganz kleinen Bogen hinbekomme, aber nein. Ja, tun wir auch so. So. Strom und was hast du? Strom und was hast du? Sehr gut. Strom hast du auch? Hast du auch. Dann müssen wir dich hier noch irgendwie anschließen. So, die Straße. Das dürfte recht simpel werden. Sagte er gutgläubig, wie er ist. So, und. Was ist das? Was bist du hier? Eine Grundschule. Zis. Dann kommt hier Gewerbe gleich hin. Da können wir auf jeden Fall gleich Gewerbe. Ich mache hier auch mal Gewerbe hin. Weil das ist ja eh, glaube ich, relativ laut daneben. So. Damit ist das ganz leicht angeschlossen. Und wir können uns um die Fährwege kümmern. Das wird auch wieder ganz lustig, weil das muss... Zum einen brauchen wir hier noch so ein fairen Depot. Ein ganz faires Depot brauchen wir da noch. Was irgendwo angeschlossen ist und auch benutzt werden kann. Wir könnten das ja theoretisch sogar hier hinsetzen, aber das geht nicht, denn der Ort ist bereits belegt, denn hier ist eine Straße und wir können lustigerweise diesem Spiel, oh, meine Fresse, keine Straßen ersetzen. Das heißt, wir müssten jetzt das dahin bauen und jetzt können wir die Straße wieder hinsetzen. So, warum sind da keine
Straßen mit... Oh Gott, das geht. Es hat sich sogar... Wow, es hat sich gelegt. Geil. Okay, das brauchen wir nämlich auch unbedingt. Davon starten die Fähren nämlich ursprünglich und dann fahren sie durch die durch den ganzen Kreislauf. Das heißt, wir müssen jetzt von hier einen Kreislauf bauen, der richtig lustig werden wird. Also, hier entlang, hier entlang, hier entlang. Oh, warte mal, vielleicht können wir das Ganze... Wir müssen, glaube ich, gar keinen Kreislauf bauen. Theoretisch könnten wir das auch als eine Richtung platzieren. Wir müssten nur an diesen... von dort loslegen können. Das ist das Wichtige. Das heißt, jetzt können wir von hier, hier runter, von hier, hier entlang, unter die Straße irgendwie drunter vorbeikommen. Die Straße ist zu tief, ne? Okay, bedeutet... diese Straße muss erstmal weichen. Dann können wir von hier... hier rüber. Dann von dort... hier hoch. Was? Oh, das bereits belegt? Achso. Hier rüber. Das nächste Problem, die Zugstrecke ist zu niedrig. Okay, dann gehen wir hier rüber. Und dann muss auch die Zugstrecke weichen. Die Zugstrecke ist lustigerweise hoch genug, das ist ganz schön. Hier ist irgendwas anderes im Weg. So. Und jetzt durch den Kanal hindurch. An Trend entlang. So. Und jetzt wieder aus Trend raus. An der Küste von Trend entlang. Hier rüber. Hier kommen wir überall drunter durch. Da müssen wir auch noch irgendwie hinkommen. Und dann müssen wir... Ach, wir kommen... Oh, geil. Wir können sogar direkt dahin fahren. Cool. Und dann können wir auch hier bestimmt raus. Jawoll. Denn wir müssen ja auch noch hier hin und das geht natürlich nicht, denn dort ist die Zugstrecke. Wer hätte es gedacht? Die Zugstrecke ist im Weg. Hier hin. So, damit haben wir unsere Strecke. Sehr gut. Die wir jetzt auch noch belegen. Also, wir fangen von hier an. Fahren nach dort. Dann geht es hier runter. Hierhin. 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 Das Problem ist, es muss ein Kreis werden. Das bedeutet, wir müssen die Strecke wieder zurückfahren. Und ich hoffe einfach mal, dass sie sich da nicht gegenseitig irgendwie zu sehr in die Behinderung kommen. Oder zusätzlich zu sehr gegenseitig behindern, wenn denn dort die Fähren langfahren. Die Fähren werden eh kaum benutzt. Dieses Wissen kann ich schon mal mit euch teilen in meiner privaten Spaßstadt. Werden Fähren so gut wie gar nicht verwendet. Es ist einfach ein nettes Gimmick. Das ist alles. Also mehr ist es nicht. So. Jetzt brauchen wir eine Straße, die hier entlang führt, aber die muss höher. Okay. Gut, haben wir das. Welche Stand hatten wir hier noch die Züge abgerissen? Wieso ist das denn? Okay. Der Ort ist bereits belegt. Ach so. Ah, das geht, okay. Na dann, machen wir es halt so und machen hier den Bogen ein bisschen steiler. Geht ja auch. Ist ja noch möglich, ne? Ah, ist ja hässlich.
Ach so. Hässlich! Warte mal, hier passt es, ne? Genau, da passt es. Hier war auch alles in Ordnung. Hier war auch alles in Ordnung, aber hier eskalierte es dann noch mal ein bisschen. Also, wir fangen von hier aus an. Gehen hier rüber, gehen nach hier und dorthin. Und du, mein kleiner Freund, fährst nach da. So. Damit haben wir das angeschlossen. Die Fähren fahren. Wir gucken jetzt mal, wo ist denn unsere Fähre? Der schauen wir doch mal zu. Guck mal, 21 Leute für 5 Touristen pro Woche benutzen unsere Seilbahn. Schön. Unsere Züge. Nee, Schiffe. Fährlinie. 3 Fähren haben wir. Wow. Haben wir schon eine Fähre, die losfährt? Oh, 3 Stück. Wow. Da ist sie. Da sind sie. Unsere Fähren. Nein, das wollte ich gar nicht. Hier. Da cruisen sie alle los. Die Leute haben natürlich jetzt noch keine Verbindung dahin, die müssten mit Auto zu den Fähren kommen. Das kommt alles noch. Wir werden da jetzt natürlich die Buslinien auch noch gleich einfädeln müssen. Oh, dem Sonnenuntergang entgegen. Wie unglaublich schön ist das denn bitte? Das wollte ich gar nicht. Geh weg. Alter, wie hübsch. Wie schön. Das ist schon sehr schön. Nee, das wollte ich gar nicht. Oh, ist halt so. Ach Gott, ist das schön. Das ist ein Aufgang. Warte mal. Oh, ist das hübsch. Ist das hübsch oder ist das hübsch? Jetzt mal. Unter uns zwei beiden. Ja, das ist schon hübsch. So. Zug. Nee, nicht Zug. Bus muss angeleint werden. Die haben schon. Okay. Die sind dort schon dran. Jetzt müssen wir mal gucken. Hier fährt eine Linie lang und zwar die Kaninchenlinie, die braucht dort jetzt ebenfalls nochmal eine Anknüpfung. Müssen wir nur gucken, dass wir das nicht zu abstrus machen. Okay. So. Fährt die jetzt zweimal lang? Ah, wird schon passen. So. Jetzt kommen die auch nach dort. Jetzt müssen wir mal gucken. Hier haben wir mehrere Buslinien, die langfahren. Wir haben einmal die. Die fährt mir hier rein. So. Und dann haben wir auch noch die hier. Und die fährt dort ebenfalls rein. So. Die haben wir. Die haben wir. Dann haben wir aber noch die hier. Was ist mit... Warte mal, hier noch mehr Linien. Was ist mit der? Die haben wir noch nicht. Die könnte... Ach, Kacke. Okay. Stopp. Haltet alle... Alles wird angehalten. Alles wird angehalten. Das kommt weg. Das und das kommt weg. Hier, meine Freunde, kommt eine richtige Station hin. So, denn dort haben wir richtig viele Verknüpfungspunkte, also ganz, ganz viele Straßen, Busse, was ist das denn hier, wieso kann denn diese Straße nicht abgerissen werden? Nein, ich möchte die bewegen. Und zwar, alles steht im Weg. Nein, weg. Oh, das soll weg. So, du. Da. Die Straße wird kurz mal umgebaut. Die kommt hier. Er war schon wieder sofort in dem... Das verstehe ich nicht. Wieso? Ach, war ich dazwischendurch? Okay, ich war schuld. Ich war diesmal schuld mal wieder. Wie immer, Gaddafi, du bist immer schuld. Was? Gefällt zur Steuer? Wieso hast du das denn auf eine Anhöhe gesetzt? Ich könnte schon ein bisschen kotzen. Wieso setzt du denn da eine Anhöhe drauf? Mach doch einfach ganz normal auf eine normale Höhe und nicht 5 Kilometer erhöht. Muss keine Berglounge werden hier.
So. Neuer Versuch. Dann die Strecke hier. Da muss ich gucken. Also, wir haben einmal die Strecke, die reingeht. Die... Ja, ja, okay, die muss ich wieder abreißen. Ja, ja, okay. Hm. Obwohl sie schon Verwendung gefunden hat. Schade, schade. Also, neuer Versuch. Von dort geht es nach hier. Nach dort. Nach hier. Nach dort. Hier hinüber. Hier dran. Dort hoch. Dorthin und zurück. Hä? Zurück. So, mal diese Feinheiten, die man denn so machen muss, ne? Das sind dann so diese ganz, ganz gemeinen, kleinen Arbeiten, die einem den Nerv kosten. So. Und jetzt haben wir hier keine Buslinienhaltestellen. Die müssen natürlich angepasst werden an... Wieso bist du zu weit oben? Okay, egal. Du fährst mir dort rein. Du fährst mir dort rein. Dann haben wir noch... Diese haben wir schon. Diese haben wir auch schon. Die haben wir aber noch nicht. Du fährst dort ebenfalls hinein. So. Dann haben wir nämlich drei Linien dort auch nochmal verknüpft, damit die Leute alle umsteigen können. Das ist auch ganz schön. Dann jetzt können wir wieder laufen lassen. Hier... Ach nee, warte, 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 warte. Du musst ja von dort reinfahren. Das heißt, wir werden dich dort hochleiten. Und dich dort hochleiten. So. Hier oben kommen die von dort. Das heißt... er fährt nach da und der andere fährt nach da. Sehr schön. Hier, wenn wir mal gucken, wir kommen ja von hier oben. Das heißt, diese Haltestelle geht nach dort. Und diese Haltestelle geht nach dort. Bei Trend ist das ein bisschen anders. Da haben wir nämlich jetzt hier und... Guck mal, haben wir hier gleich hinten nochmal die Möglichkeit, auch nochmal eine Haltestelle zu setzen. Auch schön. Gut. Haben wir Trend angebunden. Das hier ist ja schon die ganze Zeit angebunden. Die haben... Oh! Oh! I see we have a little problem there. Ein bisschen. Okay, dann haben wir hier nochmal eine Bushaltestelle. Diese fährt hier hoch. Und dieser, du fährst so rum. Oh Gott, das ist natürlich jetzt richtig peinlich doof. Pass auf, du gehst mal ganz kurz nach da. Dafür kommt einer auch hier hin. Und eine kommt nach... What? Willst du mich rollen? Wieso ist denn der Faden nicht auffindbar? Hä? Wieso kannst du nicht hier rauffahren? Hier hoch und dann hier wieder runter? Wieso geht denn das nicht? Hä? Der kann nicht hier hochfahren? Und einen Kreis bauen? Das geht nicht? Das kann er nicht? Naja, denn nicht. Ich hätte es schon gern gehabt, aber dann nicht. Wenn es nicht geht, geht's nicht. Ganz einfach. Ja, und hier haben wir jetzt mal natürlich gucken, ob sich das alles legt. Aber jetzt haben wir natürlich hier ein großes Problem namens Müll. Müll, Müll und andere Sachen. Also wir brauchen hier auch dementsprechend eine Müllabfuhr. Wir brauchen ein kleines Krankenhaus, das reicht für die kleinen Wehwehchen, die sich hier so ereignen. Ne? Ich meine, es passiert halt, dass hier mal sich einer beim Start so einer Rakete verschluckt. So. Und Kriminalität, auch logisch, auch Feuerwehr und sowas muss dann natürlich hier schon hin, das ist richtig. So, warte mal, können wir die vielleicht hier unten irgendwo mit hinklatschen? Nee, ne?
Oh, ich habe eine Idee. Wir machen das anders. Und zwar machen wir hier nochmal eine Straße, die wir gerade bauen. Ich sagte, die wir gerade... Ach, die geht ja nicht. Warte mal, da müssen wir mal... Okay, pass auf. Und zwar, was wir jetzt beim nächsten Mal vorhaben, das machen wir beim nächsten Mal. Wir bauen hier nochmal eine kleine Straße entlang. Mal gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen. Oder an dem Park entlang. Hier am Park runter. Und dort kommen dann die ganzen besonderen Gebäude hin, damit wir nicht unsere Gewerbesachen töten. Ja, das machen wir. Ich mach das gleich mal, damit ich das nicht vergesse. Machen wir das aber jetzt noch so, warte. Hier hinunter. Geht es vielleicht noch eins weiter? Nein. Also, hier runter. So. Und dann kommt jetzt hier eine kleine Feuerwehr hin. Und eine kleine Polizei. Nein, es ist Feuerwehr. Nein, es ist Polizei. Was ist das? Ach, ich meine Polizei. Haben wir jetzt schon eine gebaut? Nee, ne? Keine Ahnung. So. Und das, die Arztpraxis kommt auch hier unten hin. Hier. Dann können wir nämlich dort nochmal wieder das Gewerbe hinsetzen. So. Genau. Das dürfte jetzt alles sein. Wir haben Verbrechensbekämpfung, wir haben Arzt, wir haben Feuerwehr und wir haben Müll. Ein Tote. Ach, wir müssen auch noch ein Krematorium hier hinsetzen, ne? Meine Fresse. Was man nicht alles hier machen muss für die Leute. Und die Straße ist eins zu wenig. Ach, das regt mich auf. Mann, oh. Ach, die Folge geht schon so lange. Das regt mich auch gerade auf. Ah! So, machen wir den Band bis nach da. So. Dann kann dort jetzt das Krematorium auch hin. Das ist schon wieder ein zu viel. Oh. Hä? Verstehe ich nicht. Passt das jetzt? Ah, man muss nicht alles verstehen, ne? So, egal. Das ist es jetzt. Damit haben die auch Zufriedenheit ein bisschen, hoffe ich mal. Und beim nächsten Mal gucken wir, ob wir das hier, ob das jetzt alles genutzt wird. Die Fähren, ob die Verwendung finden. Wo sind sie gerade? Wo sind unsere Fähren? Cruisen sie schon fleißig umher? Ja. Da sind unsere Fähren. Naja, das ist aber eine doofe Kameraperspektive. Ach du Schande. Okay, die Fährenfahrt muss ich mir nochmal angucken. Das mache ich offscreen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Kaninchen. Tschüss. Oh Gott, was ist denn hier passiert? Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke!